Razuls Skelett und Razul selbst. Okay. Er selbst ist wohl Magier. Was machen wir? Ich will vor allem einfach angreifen lassen. Elaine? Was sind Skelette? Die haben keine Augenblenden, wird nicht helfen. Aber Waffenrost. Kriegerin macht Eisklingenaura. Und der Werwolf greift schon mal das erste Skelett an. Die sind schwächer als ich dachte. Okay, warum sind die Skelette draußen so viel stärker? Wir könnten mal die Wirbelwind machen. Machen wir das mal. Es ist ein Bosskampf. Wir gönnen uns das, Leute. Der Vampir hat schon wieder übermäßig HP. Ich hätte ihn mit Aske angreifen sollen. Okay, machen wir jetzt. Treffer. Und der Rest hilft einfach nur, dass es ein oder zwei Runden schneller fertig ist. Die restlichen Angriffe. Oh, der Werwolf macht ja wirklich Schaden an ihm. Sehr schön, das gefällt mir. So, es ist ein Magier. Ich gehe in den Magiefokus, Leute. Und dann erstmal Vampirheilung. Fast besiegt. Wieder Schattenexplosion. Okay, ich glaube, ein Angriff und der Typ ist besiegt. Ja. Nichts erhalten? Oh man, Aska hat Level 75 erreicht. Egal, wo wir hingehen, am Ende sind immer alle tot. Naja, noch nicht. Alle! Lasst uns nach Latin zurückkehren. Vielleicht drückt der Kerl, der von dieser angeblichen Skelette mir erzählt hat, ihr noch eine angemessene Belohnung raus. Wenn nicht, gibt es bald einen Toten mehr. Tja. Wir wollen heilen. Und weiter geht's. ...545 Filar erhalten.
Das ist ein wirklich deprimierendes Bild von dir, Elaine. Nekromanten mögen das offensichtlich. Naja, lächeln tut sie nicht. Das nehmen wir mit für Lariana. Gemälde Nummer 9 erhalten. Hält man mal, das noch war was? Das ist ein Bug. Da kann nichts mehr sein. Ich komme da gar nicht hin. Das ist unmöglich. Das ist ein Bug, Leute. Wir haben schon wieder einen Bug entdeckt. Trank der Ewigkeit erhalten. Hier geht es brav weg von beiden Seiten. Ah, jetzt ist er auch weg. Moment mal, was? Der zweite Effekt hier war an das Item da drüben gekoppelt? Okay. Es ist immer noch ein Bug, Leute. Ich werde aber jetzt fast da rein. Zwei Blutessenzen erhalten. Zwei Blutessenzen erhalten. Elementschildtrank erhalten. Zwei Blutessenzen erhalten. 1739 Filar erhalten. So, da ist bestimmt irgendein böses Skelettmonster drin. Blutessenz erhalten. Hier ist sonst nichts. Es geht einfach nur hier weiter. Aha, oder so. Die Verdammnisklinge! Etwas passiert mit ihr! Die Macht der Verdammnisklinge ist gestiegen. Super, wie stark ist sie jetzt? Stufe 15 schon. 267 Angriff und 33 Geschwindigkeit. Plus den Vampirbuff. Super, dann gehen wir jetzt nach Lathyn. Ich muss hier rechts raus. Halt da. Und dann hier weiter. So, und wer war jetzt derjenige, der uns davon erzählt hat? Das Blut am Baum. Das ist mir damals gar nicht aufgefallen, als wir das gemacht hatten. War es nicht der da? Nein, der war es nicht. Okay, wer hat uns die Quest gegeben? Sir Yannick. Ah, das war der im Gefängnis. Gefängnis, oder? Nein. Okay, wir wissen, es ist ein Mann. Wir müssen ihn nur noch finden. War das nicht die Zahnärztin? Ah, du vielleicht? Nein. Waren da oben nicht die Komiker? Ja. Ich glaube nicht, dass wir hier jemanden hatten. Ja. War es nicht. War da, ist da oben im Zimmer vielleicht noch jemand? Da ist tatsächlich noch jemand. Das ist er. Oh Gott, wenn sie in die Stadt marschieren, sind wir alle verloren. Wir haben uns die Angelegenheit mal angesehen. Die Skelette werden keine Probleme mehr bereiten. Ihr habt das geschafft? Wie?
Ein Nekromant hat eine Menge Skelette erschaffen, doch wir konnten ihn vernichten. Oh Gott sei Dank! Ihr habt Latin einen großen Dienst erwiesen. Ach, was rede ich da? Die ganze Welt ist euch zu Dank verpflichtet! Das schreit ja geradezu nach einer dicken Belohnung. Unbedingt! Nehmt dieses Schwert aus Drachenechsenglas. Es wird euch sicherlich hilfreich sein. Außerdem habt ihr euch etwas Filar verdient. Nachtbringer erhalten. 10.000 Filar erhalten. Danke, das ist eine schöne Waffe. Freut mich, dass ihr euch gefällt. Dann wünsche ich euch allen noch eine gute Weiterreise. Lebt wohl. Was ist denn jetzt noch, Oscar? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese Geschichte nicht so ausgegangen ist, wie sie hätte ausgehen sollen. Es war deine Entscheidung. Schon gut. Manche Geschichten verdienen einfach ein anderes Ende, als sie bekommen haben. Das ist wohl der Lauf der Dinge. Menschlichkeit gestiegen. Sehr schön. 41.800 Erfahrungspunkte erhalten. Level 6 und alle Level 75 und alle sogar Level 76, Leute. Das gefällt mir. Und ja, hätten wir tatsächlich ein Zombie oder sowas dabei gehabt oder Skelett, dann wäre das anders ausgegangen. Vielleicht hätte er mit sich reden lassen und vielleicht hätte man ihn anheuern können, dass er für uns kämpft. Das wäre möglich gewesen vielleicht. Aber leider nein. Schade. Naja, wir haben auf jeden Fall ein schönes neues Schwert bekommen. Nachtbringer. 10% Trefferschance auf Waffenbruch. Das heißt, wir hätten 10% Chance auf Schwach. Ein Schwert aus Drachenechsenglas. 183 Angriff. Plus 6 magische Angriff und 5 magische Abwehr. Das wären 173. Das hier ist tatsächlich besser. Sehr viel besser sogar. Gefällt mir. Und wir haben auch Geld bekommen. Wir haben 24.000 Filar, Leute. Und haben noch 17.550 Filar in Silberbarren zu Hause liegen. Das ist ja mal toll. Wir haben etwa 40.000 Filar, Leute. Und 4 Punkte Menschlichkeit haben wir bekommen. Schön. Das mag ich, das gefällt mir. So, dann bringen wir gleich mal das Gemälde auch wieder zurück. Kommen wir hier einfach raus? Nein. Da kommen wir raus. Fliegen wir nach Adrien, bringen das Gemälde zurück, dann haben wir das auch gleich gemacht. Kriegen wieder eine Belohnung. Vielleicht wieder 10.000 Filar oder sowas. Oh, das wäre schön. Doch, das war das Haus. Falls ihr eines meiner Bilder findet, bringt es bitte zu mir. Ich entlohne euch dann für jedes Gemälde. Wir waren tatsächlich fündig. Ah, wie wunderbar. Nehmt dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. 2x Blut angehalten. Toll. Und 9.680 Erfahrungspunkte erhalten. Ja, jetzt hat's Aska noch zusätzlich Level 76 erreicht. Für sonst hat es niemanden gereicht, leider. Aber 2 Blutank. Ich würde sie tatsächlich wahnsinnig gerne, also nicht dem Werwolf und auch nicht der Kriegerin geben, aber ich glaube, ich gebe sie. Walner hat zwar am wenigsten Blut benutzt, aber das nicht so häufig. Ich würde eine Aska und eine Elaine geben. Elaine und Aska. Wir benutzen einfach 4 häufiger Blut. Und wir hätten 16 starke Seelen. Das wären schon wieder 4 neue Zombies. In der Silbermine. Machen wir doch gleich mal. Haben wir eigentlich... Ja, habe ich. Super. Dann machen wir das auch gleich mal. Dann würde nur noch einer fehlen. Und den kriegen wir hoffentlich durch die nächste Quest.
Sehr schön. Nur noch 4 Seelenleute, dann ist das in der nächsten Produktionsstufe. Das sind aber keine Zombies, oder? Was sind denn das? Okay, wir sehen uns das an, sobald wir den letzten haben. So, speichern. Und dann haben wir nur noch 8 aktive Quests. Das Ritual des Bösen, Leute. Schwierigkeit schwer, Level 70. Erhalten von Eli in von Edyril. Der Vampir Eli oder Eli ist auf der Suche nach einem Buch, in dem das ein magisches Ritual beschrieben wird. Finde das Buch vor ihm und führe das Ritual aus. Das hört sich irgendwie nicht gut an, Leute. Unbekannte Belohnung. Aufgaben. Gehe zum Sumpf auf der Insel nördlich von Basalan. Na gut, machen wir das. Wo ist Basalan? Ah, das ist direkt südlich von uns. Das müsste dann das hier sein. Wir haben eh gleich da oben gespeichert, also einfach rein.